Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Corekeeper. Wir haben gerade Kydra beobachtet. Also ich habe sie beobachtet, während Olli im Ladescreen festhing. Und Aber ich bin raus aus dem Ladescreen. genau, und sie wandert hier über den Spawner. Das heißt, wir haben nämlich einen Plan geschmiedet, wie wir das für uns nutzen können. Ich hoffe, Olli. Hoffentlich. Ja, wir machen nämlich hier jetzt erstmal alles weg, damit wir dann genügend Platz haben. Hier müssten wir auch am besten noch alles zubauen hier. So, neben. Weil sie hier rechts neben dem Spawner lang saust. Meinst du mit zubauen? Hier ist Wasser. Dass wir hier so ein bisschen weiter rausbauen. Ach so, das meinst du. Wir Ich glaube, wollen die uns. größte Herausforderung könnte sein, falls hier irgendwelche Monster noch spawnen, die wir nicht dabei haben wollen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Weil hier sehe ich zum Beispiel gerade Krabby McCrabman. Ja, ich habe den gerade auch schon gesehen und dachte mir so, So. So, ja, aber dann werden wir hier schön uns eine Base bauen. Ich glaube, wir sollten auch so ein paar 2x2 Felder haben, falls der wieder so einen Strahl macht, dass man sich dahinter verschanzen kann. Aber ich würde trotzdem erstmal ein bisschen weiter rechts ausbauen, weil der eher rechts vom Spawner war. Ja, toll. Das habe ich dir die ganze Zeit gesagt. Ja, ich will trotzdem genug Platz schaffen. So. Deshalb, Ich habe gern Platz, weißt du? nein. Was habe ich denn hier jetzt? Wo kommen die denn? Nur weil ich das Wasser hier. Oh, toll. Ich Was bin Held. passiert? Hier spawnen Dinger, wenn ich das Wasser zu klatsche. Und das hat mich etwas irritiert. Verstehe ich. Oh, hallo, Krydra. Hi, geht's dir gut? Oh, ist bei dir gerade vorbeigesaust? Ja, genau hier. Ja, gut. Dann können wir hier auch ja ein bisschen. Och, dein Ernst. Oh! Ich baue hier die ganzen falschen Sachen voll So. gerade. Wir brauchen ja wieder mehr So. Licht. Ich habe das Gefühl. Ah, das hier hast du hier hingebaut gerade? Nee, habe ich eigentlich nicht. Das stand Okay. da schon. Ja, diese Dinger hier spawnen immer, diese Bubble. Ach, die Quallen, ja, weil die im Wasser drin sind. Das sind ja nur Möbelstücke quasi. Die Möbelstückquallen, ja, man kennt Ja, sie. die erleuchten das Wasser so ein bisschen. Ach, deshalb wurde es hier auf So. einmal so dunkel. So hätte ich gedacht, weißt Kaklappen. So, dann hier einfach wirklich sagen Ach, das ist können. mein Speer. Upsi. Wenn man den Speer mit dem Magier-Ding, mit dem Zauberstab verwechselt. Ja, das Problem kenne ich. Hallo, Ananas-Nessie. Ananas ist sie. Oh, ich will sie mitnehmen. Aber ich wette, die passt halt nicht durch ein Dings. Durch ein Portal? Glaube ich Ja. auch. Du Ananas ist sie. Wir müssen da mal drüber reden. So, ich gehe eben heim. Was machst du denn heim? Ich müsste erstmal noch die Betten mitnehmen. Mhm. Was Geiles zu essen und auch so den Spawner überhaupt erstmal bauen. Na, ich verstehe, was du meinst. Wäre vielleicht ein bisschen von Vorteil. Ich würde dann auf der anderen Seite so ein, ja, eine kleine Base bauen hier. Ich so einen schon gebaut? Bitte? Ich frage mich gerade selber, ob ich schon einen gebaut habe. Hatten wir nicht
drei Augen gekriegt, ja, ne? Ich meine ja. Arkanmönch, ja, ich bräuchte noch die Robe des Arkanmönchs. Ah, da habe ich das schon gebaut. Okay. Und zwei Betten. So. So, ich habe hier uns eine kleine Base gebaut, die rundherum abgeriegelt ist. Mhm. Physischen Fernkampf. Vielleicht physischen Fernkampf. Für physischen Nahkampf. Ein bisschen Rüstung ist sicher auch nicht verkehrt. Oh, da ist Mr. Krabby Kurs. Ich muss mal Mr. Krabby Kurs umbringen. Mr. Krabikus ist tot. Das ist immer gut. Reparieren. Reparieren. Mein Oberteil. Zauberstab. Eine Axt könnte auch noch was gebrauchen. So. Ja, doch. Ja, haben wir schon. Das war schon lustig hier. Hm, okay, why not, ne? Wenn man mal hier ist. Rüdera kommt gleich. Oh, ja. Ich bin da. Bin bereit. Komm, Schatz. Ja, bin hier. Ja, hier, hier habe ich die gebaut. Guck mal da. Ach so, das war dafür. Ja. Das ergibt Sinn. Okay, bin drin. Bereit? Ja, ich bin bereit. Da. Ah, warte. Warum? Zweiter? Keine Ahnung. Laser. Oh Gott. Zwei Laser. Oh Gott. Oh. Okay, die gehen aber nicht so weit, habe ich das Gefühl. Aua. Knapp. Laser. Was ist mit dir? Ach, das ist der Schatten von der ersten. Oh, ich bin einfach hier. Hinter so einem Ding. Du musst hinter so einem, hinter einen... Stein? Ja. Ja. Bin ich die ganze Zeit. Okay, das ist gut. Was passiert hier? Oh, oh Eis. Das müssen wir kaputt machen. Yes. Oh. Nein! Mich grillst du nicht, blödes Miststück. Hilfe? Nein. Oh, da kommt der Strahl von der anderen. Schnapp. Nein. Oh, der Strahl. Drauf. Oh, drauf. Weg mit dem Mistvieh, weg mit dem Mistvieh. Und hinter so ein Ding. Viel hier hinter. Ja, bin ich auch. Oh, das ist weg. So, ich baue neue. Ja, ich wollte es auch. Oh. Dich kriegen wir nicht down? Nee, leider nicht. Schade. Mit dem können wir halt gar nichts machen. Dem können wir nur ausweichen, dem alten Kerl. Oh. Aua. Oh, das hat weh getan. Das hat richtig weh getan. Aua. Und du hast alle Heilmittel. Ja, ich wollte dir noch welche zuschustern, aber... Ist egal, wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Warte mal. Ich würde sie hier hinten droppen. Nee, drop nix, wirklich nicht. Okay. Ich hatte sie nämlich extra schon aufgeteilt. Nee, alles gut. Ah! Oh no. Bin gar nicht da. Nee, ich auch nicht.
gut, dass wir beide nicht da sind. Als wenn wir jemals da wären. Oh! Okay. So, komm mit drauf. Oh. Er flieht. Blödes Mistvieh. Ich bin tot. Ah, ich bin drauf. Ja, geh drauf. Bitchfight. Bitchfight. Der andere hat mich gekillt. Nein, 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 nein. Nö, 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 nö. Kannst mich mal. Du kannst mich. Aua. Ja, mich hat dieses Eisding halt total erwischt. Ja, du mich auch, mein Freund. Nein. Oh, nö. Oh, shit. Oh, shit. Ich mach wieder ein paar neue. Wo ist der? Oh, Bubbleman! Wo kommst du denn her? Nee, nimm den Strahl und schieß ihn woanders hin. Oh. Du bist der Geisterdude, dich will ich nicht. Oh! Kannst du mal aufhören damit? Danke. Ja! Auf da! Nimm ihn! Scheiße, da kommt der andere Fall. Okay, aber ich glaube, das hat gar nicht mal so wenig Damage gemacht. Ja. Sah ganz gut aus. Das Eis kommt. Aua! Ich muss mal. Ich muss mal. Das Problem ist, ich habe die gar nicht ausgerüstet. Die Heiltränke? Ja. Das ist unpraktisch. Puh, okay. Bin bereit. Ja, jetzt ist er weg. Verarsch mich halt. Miststück. Oh shit, warte, komm zu mir. Nein, 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 nein. Danke. Oh. Ich hatte das Gefühl, das lief ganz gut. Und dann nicht mehr so. So schlecht läuft das eigentlich gar nicht. Oh, toll, ich bin voll in seinen Strahl reingeraten. Nächster Strahl kommt. Oh, okay. Der Strahl wird durchbrochen, wenn er gegen das andere Vieh geht. Okay. Zumindest war das jetzt gerade so. Drauf! Nee, nee. Eine Runde noch. Eine Runde noch. Oh, komm zu mir. Oh, oder du bleibst da. Scheiße, jetzt habe ich meine ganzen Sandwiches gegessen. Ja, der hat kaum noch was. Aua, er hat mich gebissen. Aber es war eine weise Entscheidung, den Kampf auf Boden zu machen. Ja, auf der Erde auszutragen. Ja, ist ja auch besser so. Eindeutig. Du beißt mich bitte nicht. Oh, Strahli. Strahli, McStrahlson. Oh, da auch nochmal. Strahli und Strahli. Nicht die Strahlen kreuzen. Hast du das nicht gelernt? Ah, komm drauf. Das ist jetzt ungünstig. Komm, das schaffen wir. Yes. Yes, we did it. Das sieht sehr cool aus. Tschüss, Grydra. Nice. Seele von Krydra erhalten. Nice. Sehr, sehr cool. Was kann man mit der Seele machen? Oh, 10% Rüstung. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Jetzt kann ich mal was essen, ne? Gut. Schatzi, ich glaube, wir nehmen die Betten mal mit. Sonnenbeschwörer. Sonnenbeschwörer? Bitte, was ist ein Sonnenbeschwörer? Frage ich mich auch gerade. Ich würde den Wurm so gerne weg. Ein neuer Stab. Aber er brennt. Und er explodiert.
Die Frage ist, ob das so gut gegen den dritten ist. Pydra wäre gerade optimal ausgerichtet. Nee, warte mal. Wo wollten wir Pydra nochmal bekämpfen? Bei Ignatius. Warte mal, wo genau war das? Ich glaube, der ist gerade bei Ignatius. Ja, nö. Wo war denn Ignatius? Ich muss erstmal kurz nach Hause. Nee, wir müssen ganz zu dem Teleporter am Lavagebiet. Ach, da oben. Ja, genau. Ja, okay. Der ist gerade am weitesten entfernten Punkt. Sorry. Also, die Folge hat sich jetzt schon gelohnt. Ja, muss ich auch sagen. So, ich hab... Stopp. Ja, warte. Auch hier Stopp hier. Für dich. Hier. Danke. Heiltränke, cool. Ja, hätte man auch nicht vorher gebraucht. So, Haustier hat die maximale Stufe erreicht. Oh, fertig. Ja, anscheinend. Ja, dann lege ich das hier mit in unsere Haustierbox. Wo ist unsere Haustierbox? Hier unten links. Das ist unsere Haustierbox. Oh, ja, da sind ganz schön viele Haustiere drin. Deshalb heißt sie Haustierbox, weil da so viele drin sind. Ja, so. Schon möglich. Ich mag aber unsere Base. Die ist schön. Die ist wirklich hübsch geworden. Ich bin ein bisschen traurig. Warum? Ich habe Beinlinge des Arkanmönches gekriegt. Ich brauche das Oberteil. Es tut mir leid, Schatz, aber da kann ich leider nichts dran rütteln. Hä, wo will ich denn? Ich... Auch nicht hier. Hier will ich hin, ne? So, was war mit den Quallen? Konnte man die verkaufen? Nee, das ist, wie gesagt, das ist im Prinzip Wassermöbelstücke. Das sind, die Quallen sind Wassermöbelstücke, okay. Ja, runtergebrochen würde ich sagen, ja. So, und das wollte ich da haben. Da habe ich jetzt noch Holz dabei. Ich habe noch Scheiße dabei. Ich habe so viel dabei. Ich habe auch ganz viel Driss dabei. Ocarina of Time habe ich dabei. Neue Kiste. Ja, dann muss die jetzt wegwandern. Die brüchige Dingens. Dingens. Wir haben keinen Platz mehr da drin. Das ist ja schon wieder löblich. Hier auch nicht. Ja gut. Hier die aber. Betten hast du mitgenommen? Ja, die habe ich. Die beiden habe ich in der Tasche. Okay. So. Mein Schiff kann ich denn ja jetzt hier lassen, ne? Ja, das brauchten wir ja jetzt total. Da habe ich jetzt auch mal Platz für meine Tränke. So, also... Wir haben nur einen Versuch bei Pydra. Nur einen Versuch haben wir? Wir haben nur einen Wüstenrubin. Sie wäre gerade perfekt da. Ja, dann müssen wir jetzt warten. Das dauert zu lang, bis ich jetzt den Rest gecraftet habe. Schade. Nein, wir haben nur einen Wüstenrubin, also sollte das nicht klappen, dann müssen wir zuerst im Kristallgebiet neue Rubine farmen. Oh, ich sehe aber gerade, ich sollte meine Armbrust wieder aufbessern. So, Windspiel weil des Feuers. Die sieht nicht ganz so gut aus gerade. So, das heißt, ich gehe mit... Gehe mit meinen Sachen und mache das wieder und das wieder. Musst du auch noch irgendwas verbessern? Wofür du Solarit brauchst? Nee. So. Weil dann ist jetzt nämlich nicht mehr so viel Solarit da. So, das sieht doch gut aus. Ja. So, also, ja. Ich wäre bereit. Ja, ich bin auch da. Oh, ich soll vielleicht auch mitgehen, ne? Hallo! Ja, gut, ne? Hier war das, ne? Hier sind wir richtig. Ja, genau. Da sind wir doch schon. Mhm.
Ja, also am besten wäre es halt, konnten wir die Sachen hier abbauen? Ja. Wenn wir die hier noch zumachen würden. Damit wir da dann noch mehr Platz haben. Und wir müssen noch so ein paar Versteckmilch bauen. Wir haben noch so ein paar Versteck mich. So, hier ist noch was. So. Ja, die Dinger sind alle weg. So, zufrieden? Jo. Gut. So, hier machen wir noch welche. Hier machen wir noch ein paar. Und dann snacken wir erstmal noch mal was. Du hast eh Zeit, also der wird jetzt erstmal eine Weile brauchen und du musst die Betten hinstellen. Ach ja. Wo stellen wir die Hast. denn hin? Ja, ich würde die hier um die Ecke machen und glaube ich einfach nur hier irgendwie runter oder so. Okay, dann stellen wir die hier hin. So. Okay. Ja, gefällt mir nicht aufgrund der Tatsache, dass ich befürchte, wenn die direkt ne einen Block nebeneinander stehen. Nein, du hättest das da stehen lassen Also, können. okay. Ich will nur nicht direkt einen Block neben dir stehen, weil wenn einer von uns stirbt und in Hektik ist, ist die Chance zu groß, dass man das Bett des anderen betritt. Ja, das stimmt schon. Und dann ist der Spawnpunkt weg. Okay, ich hab gerade. Jupp. Ich auch. Ja, jetzt müssen wir warten. Ja, und so. Wo ist er denn gerade? Unten links, dauert. Oh, das dauert Ja, jetzt noch ein ganz die. gewaltig. Die geht nämlich noch ein ganzes Stück nach unten. Yep. Bis sie dreht. Mist. Aber das ist schon cool aufgebaut hier, muss ich ja wirklich sagen. Ja, und Genug. was haben wir nach Pydra? Das Naja. wissen wir noch nicht. Das ist das Ding. Ja, Also, aber wir können. der Wurm, das triggert mich so, dass der noch auf unserer Map ist, ne? Ja, wie gesagt, der Wurm ist komplett optional und um den zu klatschen, müssen wir irgendwo in einem Kristallgebiet einen Händler finden, bei dem wir dann den Wurmköder kaufen. Das ist die einzige Möglichkeit. Ich muss gestehen, ich habe jetzt echt Schiss, dass der die ganze Zeit hier Lava spuckt. Ich weiß es nicht. Also ich muss gestehen, ich fand den jetzt verhältnismäßig entspannt. Ja, den fand ich auch super easy gerade. Also wir müssen jetzt zwar aufpassen wegen der Drei Köpfen? Eiskristalle, ja genau, wegen der Eiskristalle, die da jetzt kommen werden, dass wir also den Geist von Krydra nicht außer Acht lassen. Das wäre, glaube ich, das Dümmste, was uns passieren kann. Wir bräuchten hier unten noch was zum Verstecken, irgendwie. Weil hier unten ist eigentlich gar nichts. Wieso bin ich der Einzige, der Blöcke dabei hat? Ich habe meine eben, ja, zur Seite gelegt. Nennen wir das so. Ich habe sie zur Seite gelegt. Kydra ist wieder auf dem Weg zurück. Langsam aber sicher bewegt sich das Murmeltier. Wir haben übrigens gerade 23 Minuten. Also es wäre möglich, dass wir beide in dieser Folge schaffen. Das wäre eine sehr epische Folge. Das wäre die Folge des Jahrhunderts, ja? Vor allem nach so langer Abstinenz. Ja, wir haben jetzt wirklich ein paar Wochen auf jeden Fall nicht gespielt, würde ich Ja, sagen. zweieinhalb waren es auf jeden Fall, vielleicht sogar drei. Und dann jetzt instant hier Kydra. Mal gucken, vielleicht Kydra. Krüdra. Krydra? Wie kryonisch, weil das ein Eisviech war. Ja, sagte ich ja, Krydra. Und jetzt vielleicht Pydra. Also, bei mir kommt die irgendwie immer nur Kydra an, als ob die von einer Kuh abstammt. Kudra, wenn schon. Ja? Kudra! Ich habe schon die ganze Zeit hier ich muss echt sagen, hier die Armbrust, ne? Göttlich. Die Solarit-Armbrust ist super. Und du musst dem Vieh halt echt nicht zu nahe kommen. Das ist echt toll. Ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass mein Nahkampf sinnlos sein wird, Ja. weil ich die Lava-Kriegsaxt habe. Hm.
Aber die macht halt eigentlich hauptsächlich physischen Schaden. Die macht halt nur extra 60 Brandschaden. Aber sollten wir feststellen, also auch solltest du feststellen, dass die irgendwie geheilt wird aus irgendwelchen Gründen, dann sag mir das, dann höre ich auf mit Nahkampf. Okay. Ich habe ja noch Foliant der Toten drin. Soll ich den gleich mal... Ja, den musst du halt die ganze Zeit zwischendurch mal dann in der Hand halten und rechtsklicken. Ach so, okay, ja, das ist natürlich dann doof. Also kann ich nicht, also da steht ja 60 Sekunden, glaube ich. Lebensspanne der Unterlinge 60 Sekunden, ja. Ja, ja, du kannst jetzt einen holen und dann ist der in einer Minute tot. Ja, aber dann würde ich den gleich holen, wenn es hier losgeht. Weißt du, was ich meine? So, ja, ja, kannst du. Und dann würde ich direkt umschalten, dann bashen wir hier weiter. So, wie sieht's denn aus? Oh, gleich ist er da. Ist gerade auf dem Weg hierhin. Dauert nicht mehr lange. Wolltest du noch den hier? Wen da? Was ist? Rüstungstrank. Sowas gibt es ja. Stimmt. So, dann rein damit. Okay. Ich habe ein bisschen Schiss. Wie gesagt, das ist unser einziger Versuch. Sollte der scheitern, müssen wir Kristalle farmen. Bis wir einen Rubin kriegen. Phydra ist, glaube ich... Ja, der kommt gleich von oben hier rein. Achso, okay. Von oben, oh. Dann gehe ich doch nach unten. Ja, gut. Ich drücke jetzt einen kleinen Kreis und dann kommt der von oben hier reingejuckelt. Phydra, Miststück, wo bist du? Kommt. Ha. Oh, 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 da kommt er. On the way. Hey, Phydra. So. Ja, instant hier mit deinem Feuerstrahl, war ja klar. Und die ganzen Brücken werden weggemacht. Shit. Fuck. Oh, Dauerfeuerstrahl. Ja, alle Brücken werden weggemacht. Scheiße. Yep. Wir hätten festes Material nehmen müssen. Fuck. Vorsicht. Schatz, ich habe das Gefühl, wir sind am Arsch. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ah, ich hab 40 festes Material, was ich benutzen kann. Okay, das ist entspannt. Oh, fuck it. Dann muss ich... Scheiße. Oh. Aua, ich wurde gebissen. Vielleicht habe ich das gerade ein bisschen unterschätzt. Nein! Keep burning, burning, burning. Aber Phydra ist schon... Ja, aber Phydra ist fast down. Ja, du meinst, die Rüstung ist fast down. Ach so. Oh! Du weißt doch, das ist... Dann setzt er sich gleich erstmal hin. Und dann können wir ihn angreifen. Okay, der Eiskristall ist down. Alter. Oh, nee, nix da hier. Kannst du mich mal. Help. Und drauf da. Nee, gerade nicht. Oh, scheiße. Das ist ein richtig scheiß Zeitpunkt. Oh, fuck, ich bin fast down. Mich hat dieser Kackangriff erwischt. Ich kann mich nicht heilen. Warum kann ich mich nicht heilen? Willst du mich verarschen? Achso. Hast du noch Cooldown drauf? Ja. Hatte ich. Nee, zu dir möchte ich nicht. Ich möchte gern den da. Den hätte ich gern. Oh, neuer Eiskristall. Okay, Eiskristall ist kaputt. Hallo. Ich wurde gebissen. Die ist ziemlich ungünstig. Oh, ich werde angestrahlt. Oh, von da auch. Ja, die strahlen. Die strahlen ja. Ich muss hier weg. Das Problem ist, ich habe selbst nichts, nur noch 7 Dinger, die ich platzieren kann. Nein, kannst mich mal. Aua!
Du also auch. Miststück. Komm ran. Ach, ist soweit? Ja. Okay. Musste leider erstmal weg. Okay. Gut. Ich muss mal gerade was snacken nebenbei. Snackman! Gehst du auf mich oder gehst du auf Lizzie? Du gehst auf Lizzie, das ist ja super. Das war nicht so nett von dir, du Blöder. Nee, ich stand halt direkt hinter ihm und hab mit meinem Nahkampf reingehalten, während er dich mit seinem, wo ist er denn? Rechts ist er. Ja, ich check hier auch gerade gar nicht mehr, wo irgendwas ist. Oh Gott, Doppelstrahl auf mich. No! Oh. Und der kleine Kumpel macht sein... Yes. Explosiva. Okay. Oh, also hier bin ich scheiße. Hier scheiße. Hier will ich nicht sein. Okay. Oh, du kannst schon mal zu ihm hingehen. Ich glaube, das läuft hier gleich gut. So. Yes. Auf da. Oh! Doch. So viel zu drauf da. Okay, die Hälfte haben wir. Okay. Okay, der will nach unten. Noch zwei gute Runden. Aus, strahl auf mich. Okay, nice. Oh nein, Eisdingens. Oh. Das okay. Eisdingens war gerade sehr optimal. Eisdingens ist kaputt. Vor dem bin ich geschützt gewesen. Wo ist zwei der? Strahlen auf mich. Wo ist der denn? Rechts. Okay. Dass er immer irgendwo anders sein muss. Gib mir ein bisschen auf den Sack. Auf da schnutzen. Dingelingeling. Aua. Aua. Er hat mich geschnappt. Au. Ah! Das hat mich gekillt. Geh mal so ein bisschen aus dem. Let's get ready to rumble! Wo ist er denn schon wieder? Ach, da ist er! Rechts. Nö, 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 nö. Oh, das ist jetzt ungünstig. Nee, komm ran. Gleich wird's ungünstig. Da kommt der Strahl, der geht auf mich. Oh, fuck. Okay. Gut. Ah, vielleicht doch noch eine Runde länger, als ich gehofft habe. Auf dich oder auf mich? Auf mich. Dann gehe ich mit dem Nahkampf ran. Der andere kommt hey, auf dich. Wie hast du das gemacht? Der hatte schon gebissen und hat dann einfach seinen Kopf gedreht und mich damit erwischt. Wie? Ja, das habe ich mir ja auch gefragt. Oh nein, 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 ich habe keine Lust auf dich. Keine Lust auf dich, nö, nö. Der Biss geht auf mich. Dann gehst du das Miststück. Komm ran. Weg mit dir, du nervst mich nicht. Nein, 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 nein. Immer noch? Oh, ja. Einmal noch. Einmal noch. Oh, strahl auf mich. So, wo ist er denn? Ach, der ist es, okay. Der geht auch auf mich. Will da hinten schon wieder in die Ecke. Warum immer in diese Kackecke hier? Kacklappen-Ecke. Die mögen wir nicht. Schnapp. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Mich kannst du nicht kriegen. Na, 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 na. Und nach unten rechts. Oh, oh, das Eis. Eis, 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 Baby. Eis ist kaputt. Aua. Eis hat mich noch gekriegt. Strahl auf mich.
Oh, drauf! Drauf, 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 Miststück! Did it! You are dead. Du Schatzi. Hast du Items gekriegt? Ich habe. Oh. Ich habe auf die Map geguckt. Ich habe Wüstenrubine 2. Okay, Beinling des Arkan-Mönchs. Hydra-Knochenhelm. Ja, das war's. Oh, und 40 Solarit. Und eine Kette. Pydras Halskette. Pydras Halskette. Mhm. Okay. Macht die? Die macht maximale Gesundheit 18, Rüstung 11, 18 Brandschaden bei Treffern, 15% Schaden an brennenden Zielen. Und das ist ein zweiteiliges Set mit Druidas Ring und Kydras Ring. Hä? Hier steht zweiteilig. Achso. Ja, manche Sets haben mehr Teile, aber du brauchst nur so und so viele Teile, um den Bonus zu kriegen. Okay, gut. Gut, wir können nach Hause fahren. Ja, können wir. Die Frage ist, wo war zu Hause? Achso, ja, du gehst richtig, ich gehe falsch. Okay, das war eine epische Folge. Wir haben jetzt 36 Minuten. Ich würde sagen, machen wir hier Pause oder gehen wir machen zu Hause Pause? Ja, ist scheißegal. Ja, ich... Wir sollten nur nicht mit dem Kern reden. Nee, ist korrekt. Na komm, dann porten wir uns nach Hause und dann mache ich jetzt Pause. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.